Mit UPnPlay könnt ihr lokale UPnP-Server problemlos auf euer Android-Gerät streamen. Zunächst wählt ihr da den Server aus. Hier nehmen wir zum Beispiel XBMC, alle anderen tun es aber auch. Die eigentliche Auswahl, hier zum Beispiel der Musikbibliothek, läuft, wie ihr das gewohnt seid, über die normalen Ansichten, Coverflow etc. gibt es natürlich auch. Die Bedienung bei UPnPlay ist bisweilen etwas gewöhnungsbedürftig, hat man sich einmal dran gewöhnt an die Buttons, die Pluszeichen, ist es aber ein Traum. Und natürlich wird Musik auch intern direkt abgespielt. Ein ganz wichtiger Punkt, ihr müsst den Renderer wählen, sprich welches Gerät abspielen soll, hier der Android-Player als lokales Gerät, ihr könntet aber auch ein neues Werkgerät wählen. Etwas anders sieht es aus bei Videos. Natürlich browst ihr auch hier ganz normal durch eure Ordner, bekommt entsprechende Vorschaubildchen, Fanbildchen oder was auch immer angezeigt. Ist also wieder ganz schick. Aber, wie üblich bei solchen Programmen, wird eben nicht direkt in UPnPlay abgespielt, sondern ihr müsst einen eigenen Player wählen. Das kann VLC sein, wie jetzt in diesem Fall, eine Beta-Version, die natürlich direkt abstürzt. Aber ihr könntet alternativ auch den normalen Android-Player verwenden. Und schon funktioniert eigentlich alles ziemlich problemlos. UPnPlay ist eine super Möglichkeit, um Inhalte schnell aufs Android-Gerät zu streamen.